Vielen Dank, Heiner Geißler. Aller Anfang ist schwer, das gilt natürlich auch für jedes Buch, wenn es um den ersten Satz geht. Der ist unglaublich wichtig, der erste Satz. Der soll fesseln, der soll Lust machen, mehr von diesem Buch zu lesen. Und deswegen hat Elke Heidenreich was ganz Spannendes gemacht. Sie hat nämlich erste Sätze gesammelt, solche ersten Sätze, die sie eben spannend findet, die sie auch fesseln. Andere sammeln Briefmarken, Elke Heidenreich, erste Sätze. Wir gucken auf die Frau der Bücher mit ersten Sätzen. Es fiel Regen in jener Nacht, ein feiner, wispernder Regen. Entweder machte ich mir Sorgen oder etwas zu essen. Jetzt ist schon wieder etwas passiert. So schön können Bücher beginnen und so spannend. Elke Heidenreich liebt gelungene erste Sätze, auch weil gerade die besonders schwer zu schreiben sind. Sie liest von morgens bis abends und die halbe Nacht. Alle Bücher, die ihr ins Haus flattern. Das ist zunächst Arbeit, aber Literatur ist bei ihr auch Leidenschaft und Lebenshilfe. Wenn wir unsere dämlichen Vorurteile aus dem Kopf kriegen wollen und auch unser ewiges, privates, persönliches Elend, dann sehen wir, wenn wir lesen, anderen Menschen geht es genauso. Die sind unglücklich verliebt, alle Menschen müssen sterben, alle Menschen haben Schwierigkeiten mit ihren Eltern, mit dem Altwerden. Und das steht alles in Büchern. Und wenn man das liest, kann das ein großer Trost sein. Sie war ein Lesekind, die Bibliothek ein Zufluchtsort. Ihre Sprachbegabung, das Wissen über Literatur retten sie übers Abitur, beschäftigen sie ihr ganzes Leben. Gibt es entsprechende Trends beim Kinderbuch? Diese Frage geht an Elke Heidenreich, die mit Jugend- und Kinderfunksendungen befasst ist und also auch mit der entsprechenden Literatur. Ja, ich muss sagen, die Tendenz geht ganz eindeutig zum politischen Kinderbuch. Da habe ich zwei Beispiele mitgebracht. Und zwar sind das zwei Bücher von Janusz Korczak, einem polnischen Autor. Und dann gibst du mir den schönen Auftrag, den ich so liebe, drei Titel vorzustellen, die wichtig sind. Wie hättest du es denn gerne? Guck mal hier, die könnte ich alle jetzt vorstellen. Ein schönes Sachbuch oder wie wäre es denn mit einer Liebesgeschichte? Ohne ihre aktuelle Sendung Lesen ließe es sich ruhiger leben daheim in Köln. Aber vielleicht wäre das dann zu beschaulich für Elke Heidenreich, das Energiebündel. Aus 50 Büchern wählt sie aus, pro Sendung. Jedes wird gelesen, vom ersten bis zum letzten Satz. Sie weiß, Glaubwürdigkeit ist ihr Kapital. Das sieht so schön aus. 6 Stunden. Hallo. Hübsch hast du es hier. Ich hab's schön, ne? Total gemütlich. Eine Frau, ein Stapel Bücher, ein prominenter Gast. Mehr braucht es nicht bei Elke Heidenreich, um Lust aufs Lesen zu machen. Das sind 700 oder 800 Seiten, ne? Jo. Das wenig geliebte Fernseh drum und dran nimmt sie in Kauf, der Sache wegen. Ich mache ja keine Literaturkritik, das wird mir oft vorgeworfen. Aber das will ich ja gar nicht, das kann ich ja gar nicht in diesen 30 Minuten. Ich will wirklich nur Leseempfehlungen geben. Ich will nur erzählen, wo es lang geht. Und was ich empfehle Leuten, die auf der Suche sind, zu lesen. Und dann habe ich immer so 4, 5 Bücher, ziemlich unterschiedliche. Und dass das funktioniert, macht mich glücklich. Ihr Urteil kann Bücher beflügeln oder begraben. Was sie lobt, das wird gekauft. Buchhändler lieben sie deshalb genauso wie all die Leser, die nach der Sendung voller Vorfreude in die Läden stürmen. Elke Heidenreich ist eine Literaturinstanz im deutschen Fernsehen. Vielen Dank für diese wunderschöne Auszeichnung, über die ich mich sehr freue. Denn sie ist eine Anerkennung meiner Arbeit. Anerkennung ja, Erfolg dagegen ist kein Kriterium mehr, sagt Elke Heidenreich. Egal, ob sie etwa Lyrik von Else Lasker Schüler spricht für ein neues Hörbuch oder andere Projekte. Allein sich Lesen und Schreiben widmen zu können, füllt sie aus. Bravo. Aber man kriegt, nein, nicht. Du hast es, aber das muss. Ja, aber man kriegt weiche Knie, hä? Für eigene Bücher ist jedenfalls wenig Zeit im Moment. Nicht allein, um sie zu schreiben. Elke Heidenreichs Geschichten brauchen Ruhe zum Reifen. Also so leicht und schnell ich rede, so schwer schreibe ich. Es dauert und dauert und dauert. Ich habe fürs erste Buch 10 Jahre gebraucht und fürs zweite Der Welt den Rücken auch 10 Jahre. Lang hat sie auch an diesem Satz gefeilt. Mein erster Freund hieß Hansi. Ein schöner erster Satz. Einer, der Lust macht auf mehr.